In den letzten Kapiteln durften wir nun endlich mal Odin näher kennenlernen. Er ist ein extrem tougher Charakter, der nichts auf die Meinung anderer gibt. Doch nun stellt es sich heraus, dass Odin sogar noch heftiger ist, als wir bisher ahnen durften. Was Odin tat, erinnert sehr stark an den griechischen Halbgott Herkules. Welche Taten und Verbindungen das sind, erzähle ich euch jetzt. Es wird gesagt, dass Odin im Alter von 2 Jahren 2 Hasen gleichzeitig fing. Als Baby hatte Herkules 2 Schlangen erwürgt, welche seine Stiefmutter auf ihn hetzte. Odin hat ebenfalls einen Harem gegründet. Dies ist in etwa zu vergleichen mit der Geschichte, wo Herkules mit den 50 Töchtern von Thespios geschlafen hatte. Wer sich mit der griechischen Mythologie beschäftigt, kommt nicht drum herum, irgendwann von der Geschichte der 12 Heldentaten des Herkules zu lesen. Ursprünglich hatte nämlich Zeus vorgesehen, dass Herkules der König von Mycenae wird. Aber Hera, seine Stiefmutter, hatte dafür gesorgt, dass diese Ehre Herkules Cousin Eurystheus zuteil wird. Hera hatte sich damit einverstanden erklärt, dass wenn Herkules 12 besondere Aufgaben vollbringen könnte, die von Eurystheus gestellt würden, er zum unsterblichen Gott des Berg Olymp ernannt wird. Diese Aufgaben ähneln Taten, welche Odin vollbracht hat. Bei der ersten Aufgabe musste Herkules eine unschlagbare Bestie töten, und zwar den nymischen Löwen. Im Alter von 4 Jahren tötete Odin ebenso eine Bestie, und zwar einen Bären. Hört sich doch relativ ähnlich an. Bei der zweiten Aufgabe sollte Herkules die Hydra töten. Eine mystische Bestie, die aussieht wie eine Schlange mit mehreren Köpfen. Und kommt euch das in irgendeiner Form bekannt vor? Natürlich, Orochi mit seiner Teufelsfrucht. Und sicherlich gab es in der Vergangenheit eine Auseinandersetzung zwischen Odin und Orochi. Bei der dritten Aufgabe sollte Herkules einen goldenen Hirsch lebend einfangen. Hier müssen wir bei Odin aber noch auf eine Geschichte warten, die dazu irgendwie passt. Die vierte Aufgabe war es für Herkules, den Eber, der am erymantischen Berg sein Unwesen treibt, einzufangen. Dies erinnert doch an das letzte Kapitel mit der Geschichte mit dem Berggott, welcher ebenfalls ein riesiger Eber war. Herkules fünfte Aufgabe war es, Stelle zu säubern. Dies bewerkstelligte Herkules, indem er einen Fluss in Richtung Stelle umleitete. Auch bei Odin, haben wir gehört, leitete dieser einen Fluss um die Menschen vor einer Dürre zu retten. Die sechste Aufgabe für Herkules war es, die bösen Vögel zu töten. Auch hier haben wir bei Odin leider aber noch nichts gesehen, was dazu passen würde. Bei der siebten Aufgabe sollte Herkules einen lebenden Stier von einer Insel zur anderen bringen. Auch hier müssen wir bei Odin leider noch warten, bis wir eine Geschichte bekommen, die auch dazu passt. In der achten Aufgabe sollte Herkules ein fleischfressendes Pferd fangen. Auch hier haben wir bei Odin leider noch nichts. In der neunten Aufgabe sollte Herkules dann den Gürtel der Amazonenkönigin holen. Und gerade zu dieser Aufgabe habe ich für euch demnächst eine interessante Theorie, die ich euch darbringen möchte, die eine bisher ungelöste Frage klären könnte. In der zehnten Aufgabe sollte Herkules das Vieh eines Riesen nach Mykene bringen. Hatte Odin vielleicht auch mal Kontakt mit einem Riesen? Möglicherweise ist hierbei auch in irgendeiner Form einfach Kaido gemeint und er sollte irgendwas von Kaido klauen oder hat irgendwie was von Kaido geklaut. In der elften Aufgabe dann sollte Herkules die goldenen Äpfel des Hesperides sammeln. Auch hier haben wir leider bei Odin noch nichts, was eben zu jener Aufgabe passen würde. Und in Herkules letzter Aufgabe sollte er den Hund, den sogenannten Cerberus, aus der Unterwelt entführen. Bisher haben wir noch nichts, was dazu passt, aber ein interessanter Gedankengang war, um das Ganze zu bewerkstelligen, musste Herkules ins Reich der Toten. Auch Odin, wie wir wissen, ist mittlerweile gestorben. Doch auch Orochi zweifelt ein wenig, dass Odin so wirklich tot ist, denn so ein tougher Charakter wie Odin es ist, er wirkt ja wirklich schon wie so ein Halbgott, wie so ein Herkules. Der würde doch nicht einfach sterben, nur weil man ihn eben in einen Topf voller heißem Wasser legt. Deswegen ist die Theorie da, dass Odin in irgendeiner Form doch überlebt hat oder doch noch da ist und wieder in Wano Kuni auftauchen wird. Wie wir sehen, einige der Aufgaben entsprechen Sachen, welche Odin bereits getan hat. Ich bin mir auch sicher, dass wir in den nächsten Kapiteln mehr dieser Aufgaben bei Odin sehen werden. Was denkt ihr denn über diese Verbindung? Schreibt mir eure Meinung dazu doch in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Klick auf den Abo-Button sowie einem Like unter diesem Video. Nicht wundern, dies ist keine neue wirkliche Theorie, sondern sollte nur als Einführung für mein nächstes Video dienen.
Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß, haut rein und bis bald. Ciao.